Jetzt war es wieder soweit. Unsere Bundeskanzlerin hat sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen, um für die Zukunft weiter zu überlegen mit der Frage, wie können wir der Corona-Pandemie Herr werden? Auf der einen Seite wird der Lockdown verlängert bis Ende März. Auf der anderen Seite soll es behutsame Lockerungen geben. Ein recht kompliziertes System, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Den einen ist dies viel zu viel an Lockerung. Die anderen sprechen von einer Fata Morgana. Die einen wünschen sich entweder Lockerung oder aber es soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist genau unsere Spannung. Wir denken oft im Entweder-Oder und weniger im Sowohl als auch. Ich finde es gut, dass auf der einen Seite gelockert wird, aber dass auf der anderen Seite auch der Versuch unternommen wird, mit Bedacht, mit Vorsicht weiter zu agieren. Sowohl als auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das gilt für die Gesellschaft, das gilt für die Kirche, das trifft auch zu für unser, ja für mein ganz persönliches Leben. Und so habe ich mir in dieser Fastenzeit einen Vorsatz genommen, nämlich die Mitte suchen und hoffentlich neu finden. Und wir haben eine Mitte nicht nur politisch, in einer Partei, in einer Gruppierung. Wir haben eine Mitte mit Namen und Gesicht, eine Mitte, die Person ist, Jesus Christus. Er ist die Mitte, auch die Mitte unseres kirchlichen Lebens. Die Mitte, wenn wir wieder darüber nachdenken, wie wir die heiligen Tage miteinander so gestalten können, damit sie eben nicht ausfallen, sondern dass die Mitte Jesus Christus, der leidende, der gekreuzigte und auferstandene Herr ins Zentrum rückt. Jesus sagt einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich eure Mitte. Davon bin ich tief überzeugt. Jesus war da vor 2000 Jahren. Er bleibt da. Und er wird mit uns sein, auch in dieser schweren Zeit. Musik.